Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Frauen, Kinder, Soloselbstständige, Künstlerinnen und Künstler, freiberuflich Tätige, Studierende, Menschen mit Minijobs, Kurzarbeitende mit Niedriglohn, Familien, Obdachlose, Empfängerinnen von Grundsicherung im Alter, Hartz-IV-Beziehende. All das sind Gruppen, die in und von dieser Krise besonders betroffen sind und bei denen die Bundesregierung viel zu wenig getan hat, um ihre Situation signifikant zu verbessern. Das wäre aber unbedingt notwendig gewesen. Die Bundesregierung hat schlicht die falschen Prioritäten gesetzt. Warum gab es regelmäßig Autogipfel, aber keine regelmäßigen Bildungsgipfel? Warum waren die drei großen B, Biergärten, Baumärkte und Bundesliga, lange Zeit wichtiger als Kitas und Kinder? Warum gab es keinen Pandemierat, in dem nicht nur Virologinnen sind, sondern auch Expertinnen für Armut, Bildung und Geschlechtergerechtigkeit? Warum gibt es immer noch keinen Aufschlag auf die Kinder, auf die Grundsicherung? Warum gibt es kein Corona-Geld, keine bessere Absicherung für Studierende, kein höheres Kurzarbeitergeld für Menschen mit Niedriglöhnen? Und warum gibt es immer noch kein Existenzgeld für Künstlerinnen und Künstler? Und warum gibt es immer noch keine einfache, unbürokratische Leistung für alle Solo-Selbstständigen, die ihren Lebensunterhalt sichert? Für all das wäre genug Geld da. Richtigerweise hat die Bundesregierung viel Geld zur Verfügung gestellt. Aber bei den genannten Gruppen ist kaum was angekommen. Es ist richtig, die Unternehmen zu unterstützen. Aber sie haben die Menschen vergessen, vor allem die Menschen, die es am nötigsten haben. Wo er recht hat, hat er recht. Wir finden es notwendig, bei aller Politik den Menschen in den Mittelpunkt zu stellen. Bei all den wichtigen Notmaßnahmen ist es aber auch wichtig, in die Zukunft zu schauen. Corona hat gezeigt, in einem berühmten Brennglas, wo Schwächen und Lücken in unserem Sozialstaat liegen. Diese müssen geschlossen werden. Wir sehen die Schwächen der Grundsicherung und brauchen eine Garantiesicherung, mit der wir Hartz IV überwinden. Wir brauchen eine Kindergrundsicherung, um Kinder und ihre Familien besser abzusichern. Ich habe beim Parteitag gar nicht geredet. Also gucken Sie sich unsere Parteitagsreden noch mal an. Sehr, sehr sehenswert, können Sie noch mal was daraus lernen. Also die Krise hat uns aber auch gelehrt, dass Selbstständige eine bessere Absicherung brauchen. Eine bessere Mindestabsicherung durch die Garantiesicherung, aber auch einen besseren und leichteren Zugang zur Arbeitslosenversicherung. Ich glaube, da haben wir alle dazugelernt, auch die Selbstständigen, damit in künftigen Krisen auch Selbstständige Kurzarbeitergeld bekommen können. Auch das wäre ein wichtiger Punkt für die Zukunft. Wir brauchen insgesamt stärkere Sozialversicherungen. Wir haben Glück gehabt, dass die Rücklage der Arbeitslosenversicherung so gut gefüllt war. Es ist noch nicht so lange her, da war der Ruf nach Beitragssenkungen, ich gucke mal in Reihen der FDP, sehr groß. Und es ist gut, dass wir den Vorschlägen der FDP und anderen dabei nicht gefolgt sind und die Arbeitslosenversicherung das Geld hatte. Wir brauchen stärkere Sozialversicherung und müssen deswegen die Arbeitslosenversicherung zu einer Arbeitsversicherung weiterentwickeln und die Kranken-, Pflege- und Rentenversicherung zu Bürgerversicherung. Wir brauchen mehr soziale Sicherheit, nicht nur für die Krisen jetzt, sondern um die Veränderungen, die vor uns stehen, zu meistern und dabei alle mitzunehmen. Soziale Sicherheit ist wichtig. Das ist das eine. Ebenso wichtig sind gute Löhne und gute Arbeit. Wir brauchen mehr Tarifbindung. Offenbar sind wir uns da in dem Ziel weitgehend einig, aber es muss auch gemacht werden. Das heißt, wir brauchen einfache Allgemeinverbindlichkeitserklärungen als einen Weg. Und wir brauchen endlich ein Bundestariftreuegesetz, damit Vergaben auch an Tarifbindung gebunden sind. Das wäre ein wirklich starker Hebel. Und wir brauchen eine deutliche Anhebung des Mindestlohns, damit der besser vor Armut schützt. Und auch wir sagen, die Mindestlohnkommission soll das machen. Aber wir machen hier die Rahmenbedingungen für die Mindestlohnkommission. Da muss das Thema Armut stärker in den Fokus, damit der Mindestlohn tatsächlich auch besser vor Armut schützt. Und für gute Arbeit braucht es aber noch mehr. Wir brauchen zum Beispiel mehr Mitbestimmung. Und wir brauchen eine Zeitpolitik, die dafür sorgt, dass Arbeit besser ins Leben passt. Die Corona-Krise hat gezeigt, wie wichtig sozialer Zusammenhalt und Solidarität ist. Sie zeigt aber auch auf, was alles noch zu tun ist. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank.
Vielen Dank, Dr. Wolfgang Strengmann-Kuhn. Vielen Dank. Nächster Redner für die CDU-CSU-Fraktion, Uwe Schummer.